Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und damit herzlich willkommen zu einem Video bei Potters Bluff Reviews. Ich nehme erstmal einen Schluck. Das war ja ein richtiges Drama mit der Vorbestellung. Aber ihr seht, die beiden Editionen zu Poltergeist und Lost Boys sind bei mir angekommen. Ich werde jetzt vorstellen, mal schauen, ob ich das in einem Video mache oder in zwei. Also die Videos einzeln, das werde ich dann entscheiden. Ich habe die schon vorbestellt, ich weiß nicht, schon lange her. Und viele sind jetzt auch gerade am struggeln, die noch zu kriegen. Ich glaube, Sine Manuel hofft noch auf sein Lost Boys. Viel Glück dabei. Und nochmal danke an Matze, meinen Händler, der mir damals den Tipp gegeben hat. Ich weiß nicht, ich habe die vorbestellt, da waren die gleich ausverkauft. Und dann ging es hin und her, mal rein, mal raus und hü und hot. Ich war bin die ganze Zeit meiner Vorbestellung treu geblieben und die jetzt bekommen. Und so hat sie Amazon angeliefert. Ihr kennt's. Das ist alles. Und ich habe so gebankt, die waren jetzt, war schon so eingerissen oben, aber zum Glück ist alles gut angekommen. Also wir beide kamen in dieser Versandtasche, waren beide so zusammen. Und Gott sei Dank sind beide gut erhalten. Wir haben hier Lost Boys und Poltergeist im 4K Ultimate Editions. Ich habe die jetzt zu jeweils 34,99 bekommen. Aber wie gesagt, ich habe schon vor Monaten vorbestellt, als noch nicht mal ein Bild gelistet war. Und die waren trotzdem gleich ausverkauft. Und ich muss auch sagen, ich finde das eine echte Sauerei mittlerweile, dass man diese Sachen kaum noch bekommt. Ich meine, das sind Major-Titel von Warner Brothers, Lost Boys und Poltergeist. Das sollte man wenigstens, einen Monat oder so zu kaufen kriegen, er das weg ist. Ich weiß es auch nicht. Jetzt ist immer ein Tag Vorbestellung, dann kann man Glück haben, wenn es wieder reinkommt. Und da muss ich jetzt auch wieder Amazon benutzen, nicht sonst übelst Hass. Siehe hier, das war jetzt wieder reiner Glücksfall, dass die gut angekommen sind. Aber ich will mich nicht beschweren, ich habe die Teile gekriegt. Voll geil geworden. Seht schon, unterschiedlich ein bisschen. Poltergeist ist ein bisschen dicker. Also sie machen schon ultra was her. Und für alle vorweg, lohnt sich die 4K? Ja, in beiden Fällen. Aber, das möchte ich dazu sagen, die Poltergeist Blu-ray, die es früher gab, hier zum Beispiel in dem deutschen Steelbook, war auch schon sehr gut, tolle Qualität gehabt. Auch die normale, also die Standard Blu-ray natürlich. Dann gab es hier noch so ein Digipuck aus den USA. Die hatten auch schon ein sehr gutes Bild. Also bei Poltergeist ist es nur noch so ein i-Tüpfelchen, was 4K ausmacht. Ich habe schon verschiedene Bildvergleiche gesehen und Reviews und freue mich, das aber dann selber einfach mein OLED zu erleben, weil Poltergeist ist einer meiner Lieblings-Feel-Good-Horror-Filme und passt so gut in den Oktober rein. Deswegen freue ich mich sehr, diesen Film sehen zu können jetzt in 4K. Ebenso geht es mit Lost Boys. Da gab es hier auch eine deutsche Blu-ray. Da habe ich mir damals hier dieses Steelbook aus UK noch geholt. Da ist die Blu-ray auch schön, aber da muss ich sagen, da hat die 4K ein bisschen besseren Sprung gemacht. Dann hat man hier das Color Grading sehr gut nachgeholt. Und hier war das, und bei Poltergeist ist das Grading annähernd dasselbe. Aber beide haben natürlich den HDR-Vorteil und so weiter und so fort. Beide haben Dolby Vision mit an Bord. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns die jetzt an. Vielleicht wird es ein Zweiteile-Videos. Ich fange mit Poltergeist an und ihr seht ja dann an dem Video hier, ob ich nur Poltergeist vorstelle und auch Lost Boys. Aber dann Lost Boys kommt dann auch noch in ein extra Video. Und am Ende gibt es dann natürlich auch ein kleines Fazit. Er ist da. Ja, und schon sind wir in der nahen Sicht zu Poltergeist. Ihr seht schon hier, ich habe es noch nicht aufgemacht. Wir werden es jetzt zusammen entdecken. Und ich hoffe, es ist alles gut geblieben an dieser Kiste. Wie gesagt, es war sehr, sehr schlapperig eingepackt von Amazon. Die Folie ist schon mal komplett ab. Sieht schon mal gut aus. Hier haben wir die kleine Heather O'Rourke alias Carol Ann auf dem Cover. Machen wir ganz vorsichtig den Klebepunkt ab. Sehr schön. Das war's auch schon. Nur ein Klebepunkt. Sehr vorbildlich. Hier haben wir dann die Außenbanderole in Deutsch, 4K Ultra HD Limited Steelbook. Und hier sehen wir dann alles, was enthalten ist, hier in dieser J-Card, wie ihr sehen könnt. Hier haben wir dann das Ganze hier auf Deutsch, was alles enthalten ist und so weiter und so fort. Genau, Toby Hoopers Meisterwerk, natürlich auch stark beeinflusst von Hitchcock. Dennoch Toby Hoopers Film, bin ich fester Meinung. Obwohl natürlich Spielberg hier und da mal Hand angelegt hat, nehme ich an. Wir haben hier einen sehr schönen Silbereffekt hier drauf auf dem Fernseher, was ich sehr schön finde. Denn ich muss sagen, ich finde dieses Originalartwork immer noch am geilsten und auch mit diesem deutschen Schriftzug, weil wie gesagt, Poltergeist heißt ja auch im Englischen Poltergeist. Also das ist ein Eigenwort, das wurde übernommen. Finde ich immer sehr cool. Und hier haben wir dann die Spine, richtig schön klassisch, einfach nur Poltergeist, wie ihr sehen könnt. Sehr edel, sehr zurückhaltend und subtil. Wunderbar, hier oben haben wir auch Poltergeist. Umsetzt sich noch keine Verletzung, das ist schon mal sehr gut. Und hier unten haben wir dann noch ein paar Credits. Warner Brothers 2022. Und hier ist noch ein bisschen Dreck. Genau. Und hier schon mit dem neuen Warner Brothers Logo, das seit Tenet, glaube ich, jetzt übernommen wurde. So.
Und hinten noch, wenn man dann die schöne Treppe nach oben ins Schlafzimmer der Freelings in den ins oberen Stock. Und hier ist auch sehr schön gemacht. Wir sehen können, das Ganze mit so Särgen gemacht und auch so ein sehr minimalistisches Bild. Finde ich sehr schön und sehr stilvoll. Wunderbar. Gefällt mir schon mal sehr gut. Kommen wir jetzt zu den Innereien. Das Ganze ist hier auch ein relativ stabiler Schuber. Könnt ihr auf meinem Kanal schon mal nachgucken. Gab ja schon so Boxen von Warner wie Godzilla oder auch The Green Mile, die so eine schöne Verarbeitung hatten. Und hier wunderbar. Also großer Fan davon. Und ich freue mich, das hier bekommen zu haben. Also ich finde das echt ein bisschen eine Sauerei, was wieder die Vorbestellung angegangen ist. Schauen wir uns als erstes mal das Steelbook an. Da waren ja viele keine Fans von. Das ist natürlich hier eine der Schlussszenen, in der Mutter Freeling hier gefangen ist im Pool mit den ganzen Skeletten und so weiter und so fort. Sehr schön gemacht, wie ich finde. Also ich finde es so im Nachhinein in echt finde ich schon ziemlich cool, wenn man sich es anguckt, hier auch mit dem Steelbook-Effekt auf dem Wasser, dass man quasi von der Innenseite ist. Und ich habe mir auch überlegt, dass das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dario Argento diese Szene nicht gesehen hat, denn die erinnert sehr an das Finale von Phänomena. Und auch schön mit dem Regen und so. Da hat man hier schön mit dem Steelbook schon gearbeitet. Also in live finde ich das dann schon viel schöner und bin eigentlich schon ein bisschen Fan von dem Artwork. Ich finde es nicht so schlecht, wie es gemacht wird. Hier haben wir dann die Spine. Ja, zum Film. Was soll ich zum Film noch sagen? Viel gut Horror-Movie der allerersten Kajüte mit sehr coolen Ideen, sehr tollen visuellen Umsetzungen, grandiosen Darstellern, Craig T. Nelson, Heffer O'Rourke, wie sie nicht alle heißen, alle im Film vorhanden. Hier haben wir dann die 4K. Sehr schön geworden, hier mit Craig T. Nelson drauf. Das ist übrigens das Cover der amerikanischen Ameri-Version. Und hier haben wir dann die Blu-Ray, die auch, was viele nicht erwähnt haben oder nicht wissen, ist hier auch neu gemastert. Das ist nicht die alte Blu-Ray. Das basiert auf dem 4K-Master und hier kann man sehen, wie stark eine Blu-Ray sein kann. Wenn ihr die in OLED einlegt, habt ihr zu 4K immer noch einen Unterschied, aber der ist wirklich nicht groß. Also da braucht sich die Blu-Ray nicht zu verstecken und diese alte Technik hat es immer noch richtig drauf. Und ja, hier haben wir dann die kleine Heather O'Rourke, alias Carol Ann, die ja leider so ein tragisches Ende nehmen musste nach dem dritten Teil. Tut mir immer noch sehr leid, was vielen der Darsteller passiert ist aus Poltergeist, aber so ist das Leben leider manchmal. Ja, wie gesagt, eine sehr, sehr große Empfehlung von mir, dieser Film. Und gerade zu Halloween, das ist der perfekte Halloween-Film, meiner Meinung nach. Vielleicht mit Sleepy Hollow zusammen oder Trick or Treat oder sowas. Genau, hier haben wir jetzt Poltergeist, Steven Spielberg-Produktion und ein Tobe Hooper-Film. Und genau so sehe ich das auch. Hier haben beide voneinander profitiert, anstatt sich zu betteln. Ich hoffe, dass der große Zwist nun endlich vorbei ist. Jetzt auch da Tobe Hooper nicht mehr unter uns weit. Dann haben wir hier ein schönes Booklet, wie ihr sehen könnt. Mit dem Baum hier hinten. Sehr dezent gehalten. Und hier haben wir dann das Booklet. Und zwar in Deutsch. Sehr schön. Man hat hier tatsächlich mal Hand angelegt und hat das in Deutsch übersetzt, was ich sehr cool finde. Und jetzt finde ich schon wieder traurig, dass es nur so wenig gibt, die das haben können, weil das alles schon wieder ausverkauft ist. Also meiner Meinung nach könnte man hier sowas 10.000 Auflager machen oder noch mehr. Es kann doch nicht sein, dass solche Filme schon bei Vorbestellung am ersten Tag weg sind und man dann quasi hinterherrennen muss, wenn man es überhaupt haben will. Und ich finde ja auch mal, also ich, wie gesagt, ich habe es zu 34,99 bekommen, das finde ich auch mal einen vernünftigen Preis. Ich meine, hier ist das Steelbook dabei, die Hülle und alles drum und dran. Da finde ich das schon sehr gerechtfertigt im Vergleich, wie man zum Beispiel ein Mediabook sieht oder so. Ja, hier ist ja cool. Und wenn ihr diese Szene seht, erzählt mir nicht, dass das nicht aussieht wie Phänomena. Also Argento hat sich ja garantiert beeinflussen lassen. Hier hat man auch verschiedene Filmfacts. Also ich werde jetzt nicht alles wiederholen, weil ich meine, zu Poltergeist wurde nun echt schon sehr viel erzählt. Da kann ich jetzt mich auch nur wiederholen oder andere Leute kopieren. So, dann haben wir diesen schönen Folder mit den Bonussachen. Hier sehen wir Questa Verde, die Siedlung im Film. Ich mache jetzt keinen Spoiler, was das für den Film bedeutet. Sehr schön hier gemacht, wie ich finde. Kann man hier öffnen. Da kommen dann die Goodies entgegen und auch das Poster. Also hier sehr schön verarbeitet von Warner. Da haben sie sich mal nicht lumpen lassen. Also Warner, macht bitte weiter mit diesen Editionen, aber fahrt bitte die Stückzahl hoch. Bitte, bitte, bitte. Hier mit einem wunderschönen, so eine Art Aushangbilder. Sind es auch eigentlich. Ja, das sind, glaube ich, Scans von den Aushangbildern. Sehr schön gemacht, hier in Hochglanz, wie ihr sehen könnt. Mit so einem Postkartenformat. Und hinten haben wir natürlich Warner Brothers drauf und Turner Entertainment. Hier auch dann Szenen aus dem Film. Und ich nehme an, das ist das amerikanische Lobby-Card-Set, wenn ich mich jetzt alles täuscht. Ja, krass. Krasse Szene. Wie gesagt, ich finde, es ist ein Feel-Good-Horrorfilm, der aber stellenweise sehr über die Grenzen hinausgeht. Ihr wisst, die Szene vor dem Spiegel. Und hier haben wir dann auch so ein paar... Oh, sogar hier in Deutsch. Ich bin beeindruckt. Hier hätte man ein paar... Hier hätte man das Deutsche übersetzt. Siehste, es geht doch. Es geht doch. wo ich gerade stehen geblieben? Ja, der ist ja über den
normalen Sehgewohnheit manchmal hinausgeht. Hier sehen wir auch Tobi Hooper. Und das ist garantiert die Verrücktheit von Tobi Hooper, die hier zustande bringt und nicht von Steven Spielberg. Steven Spielberg hätte nie die Szenen im dem Pool am Ende oder die Szene mit dem Typen vor dem Spiegel so gedreht, wie sie hier im Film zu sehen sind. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Deswegen glaube ich trotzdem noch, dass es Tobi Hoopers Film ist. Greg T. Nelson, grandios in der Rolle. Hier als Stephen Freeling und auch schön hier als Deutsch übersetzt. Sind ich sehr schön und auch hier die Schwarz-Weiß-Elemente und die Aushangbilder zusammen. Die Schwarz-Weiß-Bilder haben auch eine andere Stärke als die Farbbilder. Die wurden also mit einem anderen Drucker gemacht, was ich sehr cool finde. Man auch so ein bisschen, wie gesagt, Pressefotos und Aushangbilder. Sehr cool. Und dann kommen wir noch zum Plakat. Hier natürlich klein ist. Das hängt natürlich wahrscheinlich keiner auf, aber schön, dass es hier enthalten ist. Und das ist das Originalplakat, wo man Carol Ann auch sieht, hier mit den Hausschuhen und so weiter und dem kleinen Teddy. Das ist ja bei dem Außenschuber nicht dabei. Steven Spielberg Produktion. Und auf der Rückseite haben wir dann dieses Plakat, das ein alternatives B-Plakat war. Und hier gab es das auch in 70mm Vorführung. Das ist ja geil. Oh, stellt euch mal vor, den Film in 70mm. Ach ja, und noch zu erwähnen, unbedingt, wer Fan dieses Films ist, ihr müsst euch unbedingt den Soundtrack holen von Jerry Goldsmith, einer der besten Scores überhaupt, nicht nur Horrorfilm-Scores, insgesamt ist das ein Hammer-Score und meiner Meinung nach zu Unrecht keinen Oscar bekommen. Also, das Video ist jetzt relativ lang geworden, deswegen mache ich Lost Boys extra, aber das werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon sehen, die kommen ungefähr gleichzeitig raus. Und ja, das war's zu Poltergeist Ultimate Edition. Tut mir leid für alle, die keine bekommen haben. Ich hoffe, es wird noch was nachgeschoben, zumindest in der Mary oder zumindest nur das Steelbook, dass jeder den Film auch in 4K bekommt. So, das war's zu Poltergeist 1, dem tollen Film von Tobi Hooper, produziert von Steven Spielberg. Wie gesagt, ein wunderbarer Halloween-Klassiker in einer wunderschönen Edition von Warner Brothers, in einer wunderschönen Ultimate Collector's Edition auf 4K. Leider, leider, leider. Sehr limitiert und ich hoffe, dass ihr vielleicht noch einen auf eBay bekommt oder wie gesagt, wartet auf die Mary oder das Einzel-Steelbook. Aber auf jeden Fall holt ihn euch. Auch, wie gesagt, holt euch die alte Blu-ray, wenn ihr nicht so viel für die 4K ausgeben wollt. Glaubt mir, die alte Blu-ray war auch schon Sahne. Das ist nur noch ein i-Tüpfelchen. Ihr müsst nicht immer das High-End den High-End-Scheiß haben. Diese Blu-ray sieht verdammt gut aus. Egal, welche Version ihr davon nehmt. Diese hier ist uralt von USA, aus den USA. Die sieht auch schon verdammt gut aus. Das ist einfach nur für Sammler, die das Nonplusultra haben wollen. Aber ich muss sagen, sehr schön. Warner macht so weiter, aber fahrt die Limitierung hoch. Ansonsten, ich mache zu Lost Boy ein extra Video, weil mir das hier sonst zu lang wird. Und dass ihr es auch ein bisschen geteilt finden könnt, falls einer Poltergeist mag und Lost Boys nicht. Und andersrum, was ich nicht verstehen würde. Aber natürlich mache ich das. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Amazon verbessert eure Verpackung, Warner schraubt eure Limitierung hoch und ansonsten habt ein schönes Halloween, schönen Oktober und macht's gut. Ciao!